Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs im Multiplayer auf der ProMods und ja, wir fahren heute von Kirkenes nach Utsioki. Ja, wir haben heute sogar wieder ein neues Auto. Und zwar, ich zeige es euch gleich. Hier ein neues Auto. Oder was heißt neues Auto? Gestern war ja der 1. April. Und deswegen ist, glaube ich, das Auto hier reingekommen. So als April-Scherz. Ich kann euch aber nicht sagen, weil letztes Jahr war es ja so, dass die Hupen ja, sich angehört haben wie Tiergeräusche. Zum Beispiel eine Ente, glaube ich, war eins und eine Kuh war eine Hupe. Ich weiß nicht, ob es wieder so ist, weil das Auto hat jetzt keine Hupe. Wir fahren jetzt auch mal auf den Parkplatz raus. Dann zeige ich euch das Auto mal ganz. Und heute kommt ja ausnahmsweise auch ein ETS 2 Video, weil es ziemlich viele neue Sachen gibt. Morgen kommt dann auch nochmal ein ETS 2 Video. Weil es gibt nicht nur den Sprinter gibt es nicht nur neu, sondern es gibt auch ich gehe mal kurz rum, es gibt auch einen neuen Hänger, und zwar gibt es jetzt Osterhänger. Die zeige ich euch morgen im Video. Deswegen kommt morgen auch nochmal ein Video, ein ETS 2 Video, genau. Oder eventuell zeige ich euch auch heute Abend schon im Stream. Da muss ich noch schauen, ob ich heute Abend ETS 2 fahren werde oder 5M spielen werde. Das muss ich noch schauen. Aber ich werde es euch auf jeden Fall mal zeigen, die neuen Hänger. Auf jeden Fall morgen im Video seht ihr dann die Hänger, die neuen. Das sind Osterhänger, weil ja jetzt sowieso auch Ostern ist. Und ja, für den 1. April, glaube ich, ist das Fahrzeug jetzt drinnen. Bin mir aber jetzt nicht sicher, aber ich denke es mir wahrscheinlich. Also ich denke, dass das jetzt so das April, der April-Scherz ist. Ich weiß nicht, wie gesagt, die Hupen können wir dann morgen im Video ausprobieren, weil das Auto hat keine Hupen. Also das hat noch nie gehabt, so ein Auto von, ja, so ein extra Auto. Aber morgen im Video können wir schauen, ob die Hupen noch normal sind oder nicht. Genau. Ansonsten, ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein April-Scherz sein soll. Aber ich finde die Server, es lägen alle ziemlich hart. Jetzt zum Beispiel die vor uns. Am Kreisverkehr, die fahren ja nicht normal, aber hätten. Naja, okay, der hat, glaube ich, keinen normalen Ping. Nee, der hat einen höheren. Aber irgendwie lägen ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob die Server irgendwie gerade überlastet sind. Weil der zum Beispiel, der Deutsche. Schauen wir mal kurz. Der hat zum Beispiel einen 64er oder 48er. Deswegen, ich weiß nicht, ob die Server zurzeit überlastet sind oder ob das auch ein April-Scherz sein soll. Das kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch die anderen auch lägen. Weil dann liegt's. Ja, dann weiß ich schon mal, dass es nicht an mir liegt. Bitte, aber wir wissen halt dann immer noch nicht, ob es ein April-Scherz ist oder die Server gerade rumlegen. Weil jetzt zum Beispiel der da stehen zum Beispiel wieder ein paar rum, weil die so hardcore legen. Ich glaube, die sind disconnected. Ja, das ist halt das Ding. Die stehen da einfach mitten rum dann. Ich glaube aber fast, dass das auch ein April-Scherz sein soll. Ihr könnt ja auch gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben,
ob ihr denkt, dass es ein April-Chat ist oder ob ihr denkt, die Server laggen echt. Weil, wie ich gejoint bin, war komischerweise auch bei Sim 1 fast gar keiner am Server. Das wird auch so ein April-Chat sein. Da zeigt sie falsche Spieler an. Weil Sim 1 waren gerade nur, ich glaube, irgendwas mit 40 Spielern. Und pro Mod waren 1700 oder so. Ich weiß nicht, ob da überhaupt was stimmt oder ob die Server echt gerade abgeschmiert sind. Und jetzt halt erst wieder neu, ja. Und man jetzt erst neu wieder joinen konnte. Aber ich glaube, das soll auch ein April-Chat sein. Genau. Genau, wie gesagt, morgen kommt dann auch nochmal ein ETS 2 Video. Dann kommt am Montag wieder ein LS19 Video. Genau. Wegen der 1.40. Die fahren wir auch jetzt demnächst. Ja, werden wir jetzt auch nächste oder übernächste Woche auch mal fahren. Wieder dazwischen. Ja, aber jetzt morgen schauen wir sicher nicht. Weil morgen werden wir erstmal mit den neuen Osteranhängern fahren. Und ja, dann Montag kommt sowieso ein LS19 Video und am Mittwoch dann, ich glaube, da sind dann schon wieder die neuen Fahrzeuge drinnen. Deswegen wahrscheinlich Mittwoch dann auch nicht. Freitag auch nicht. Ja, vielleicht dann nächsten Samstag. Also in einer Woche. Biege nach links ab. In einer Woche und einen Tag. So. Ja, heute ist ja auch Feiertag. Deswegen, wie gesagt, bin ich heute Abend auch live ab 20 Uhr. Genauso wie morgen Abend bin ich sowieso immer samstags live. Demnächst rechts abbiegen. Müssen wir hier? Nee. Ja, samstags bin ich sowieso immer live ab 20 Uhr und heute, also am Freitag, bin ich ausnahmsweise live, weil ja heute auch ein Feiertag ist. Genau, deswegen bin ich heute auch noch auch zusätzlich live. Genau. Demnächst links abbiegen. Ich weiß aber noch nicht, ob wir ETS fahren werden oder in 5M unterwegs sein werden. Biege nach links ab. Das kann ich euch noch nicht sagen, aber ja, aber ich werde auf jeden Fall live sein. Wir sind heile angekommen. So, dann parken wir uns noch schön hin. Auf den LKW-Parkplatz parken wir schön. So, dann zeige ich euch nochmal den Sprinter. So. Ja, eigentlich ein normaler Sprinter. Nur mit einer extra Lackierung. Genau. Das Osterzeug, wie gesagt, das zeige ich euch dann morgen im Video. Und ja, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Wir sehen uns heute Abend ab 20 Uhr. Bin ich live. Bis dahin. Ciao.